Oh, wow. Guten Jürgen. Morgen. Jürgen, Jürgen, was tut sich gerade alles? Oh, wow. Hier kommt mal die Energie. Ja. Vor den Worten. Also ich kann es gar nicht genau sagen, weil wir hatten heute Morgen ein Gespräch und daraus ist für mich... Oh, kriegst du Gänsehaut? So viel entstanden, weil... ich bei mir gemerkt habe, wie oft halte ich mich zurück? Nur du. Und das ist sicherlich nur meins, absolut, ganz klar. Und wie oft halte ich mich einfach auch für andere zurück? Und wähle nicht, das wahrhaftig zu sein, wer ich bin. Wow. Und... ey, fuck that shit. Aber das ist so cool, weil, oh, wow, also, oh, so viel gerade. Wo fangen wir an, Also, wie gesagt, wir haben heute ein Gespräch gehabt in der Früh und, also, manchmal gibt es ja wirklich keine Worte dafür, aber wir haben so Lust gehabt, das einfach jetzt mit euch zu teilen und einfach einzuladen zu was komplett anderem. Was eigentlich, nicht eigentlich, was noch nie zuvor möglich war. Und was der Jürgen jetzt gerade gesagt hat, wo er Gänsehaut gekriegt hat, wo man sieht, okay, es berührt ihn voll, ne? Es macht voll was mit ihm. Einfach dieses Anerkennen, diese Erkenntnis, wow, wie sehr halte ich mich zurück für andere. Und nicht nur für andere, sondern auch überhaupt für eine Überzeugung, die man hat, ne? Nicht zu viel sein zu können, sich zurückhalten zu müssen, in allem, im Ausdruck, im Sein, im Kreieren, mit Leichtigkeit, mit Geld, mit allem, ne? Ja. Und gerade auch mit dem Thema Geld, wie oft halten wir uns da zurück, um nicht wirklich den Einfluss zu haben, der wir wahrhaftig auf diesem Planeten sein können? Ja, und das war das Gespräch heute, unter anderem, wo einfach diese Erkenntnis, dieses Gewahrsein von, man glaubt immer, es geht ums Äußere, ne? Also man sagt, oh, ich würde gerne so viel machen, ich würde gerne auf Urlaub fahren, ich würde gerne alle diese Kurse machen, ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne. Dann hat man so eine Liste von allen Wünschen, die man hat. Und dann kommt, ja, fettig aber, ja, ein fettes aber. Ich würde gerne, ausgesprochen aber, oder nicht ausgesprochen. Ausgesprochen oder nicht. Ehrlich zu sich selber oder nicht ehrlich zu sich selber. Genau, aber irgendwo gibt es dieses aber und nach dem aber kommt dann, ich habe ja kein Geld, es geht ja nicht. Was die größte Verarschung ist von uns selber, wo man immer meint, die Ressourcen sind extern, also außerhalb von uns, woanders. Ja? Wir hoffen, dass die Verbindung funktioniert. Und das war diese mega Erkenntnis, ja, dieses Wow. Und ich weiß, man checkt es vielleicht nicht gleich und vielleicht irgendwann mal macht so Bäm, wo man merkt, wow, wie viel verarsche ich mich da selber? Wie viel mache ich die Ressourcen, also wie viel sind für mich die Ressourcen an Geld, an Zeit? Es ist ja nicht immer nur das Geld, es ist ja dann auch mal die Zeit. Ne? Sie sind nach außen und ich würde gerne ... aber. Ne? Und nach diesem Aber kommt dann oft so eben Geld, Zeit oder so irgendwas. Die Geschichte, die man sich selber erzählt, die man so sich selber abkauft, ja, anstatt zu schauen, Moment mal, was ist hier wirklich wahr? Wenn ich mir sage, ich würde gerne all diese Kurse gehen, ich würde gerne das und das machen, aber es ist das Geld nicht da, ich warte mal. Wow, wie unnett ist man sich selber gegenüber. Was ist das für eine riesengroße Selbstverarsche, sich selber so eine Geschichte zu erzählen und es dann noch abzukaufen, anstatt zu fragen, Moment mal, kreiere ich mir meine finanzielle Situation oder meine zeitliche Situation genauso absichtlich, nicht bewusst, ja, absichtlich, aber nicht bewusst, aber absichtlich, um nicht so kraftvoll sein zu können, um nicht den Einfluss haben zu können, den ich in der Welt haben kann, um nicht die Veränderung mir zu holen, die mein Leben vollkommen fantastisch, leicht, freudig und herrlich machen würde, um nicht das in der Welt bewirken zu können, das ich bewirken kann. Und das war für mich ein Wow. Weil, ja, ich muss sagen, von mir aus, obwohl ich echt viel leichter wähle als
99,9% der Menschen da draußen, da geht noch was. Da geht noch was. Da ist immer noch mehr möglich. Und ich habe für mich auch gemerkt, wow, wieso halte ich mich da noch zurück? Was geht da noch? Und beim Jürgen war natürlich ähnlich. So nimm einfach mal wahr, was du kreieren könntest, wenn es kein Aber mehr gäbe. Und sei mal ganz ehrlich zu dir selber, wenn du wahrhaftig weißt, dass du alles bisher in deinem Leben kreiert hast, alles, einfach alles, was ist dann tatsächlich für dich möglich? Was kannst du kreieren, was bisher noch nie für dich möglich war? Welche Menschen kannst du in dein Leben einladen, was bisher noch nicht möglich war? Wie viel Geld kannst du kreieren, was bisher noch nicht möglich war? Und ich muss sagen, das, was der Jürgen jetzt sagt, ist so, wie sehr von dem will ich überhaupt hören? wie sehr checkt ihr gerade aus, wenn du das sagst, und wie viel von dem seid ihr wirklich bereit zu hören und reinzulassen, weil es echt riesig ist. Das ist huge, das ist echt riesig. Und merkt es einfach, wo viele Menschen wollen dieses Gespräch gar nicht hören. Ja, es ist so, nö, lass uns mehr lieber in der Bequemlichkeit herumturnen. Ich will gerade so viel, aber es geht halt gerade nicht, weil die Welt ist halt so, wie sie ist und das Geld kommt nicht und ich bin genauso wie alle anderen und ich habe nicht wirklich Wahl. Ja? Ich kann nur das wählen, was die anderen wählen, und wenn die gerade Probleme haben mit Geldmangel und Zeitmangel, dann kann es mir auch nicht besser gehen. Vielleicht kann es mir ein bisschen besser gehen, ja, ein bisschen, ganz kleines bisschen, aber nicht wirklich. Ja? Und viele Menschen wollen dieses Gespräch gar nicht hören, auf welchem Niveau wir Wahl haben. Ja, und wir haben uns nämlich vorher gedacht, machen wir wirklich ein Facebook Live drüber? Und dann war es so, ja, lass es einfach machen und es wird gehört, was gehört wird, und wenn nicht, dann nicht. Aber es ist einfach eine Einladung, die uns hat gerade so durchgewaschelt und es hat uns einfach so bewegt. Einfach diese absolute Selbstermächtigung, wo man wirklich klar im Klaren ist mit sich selber, ich kreiere mir das. Und es ist ja nicht angenehm, sich das anzuschauen. Ne? Und es ist nicht angenehm, sich das anzuschauen. Es kommt einem sehr viel hoch, sich das anzuschauen, aber es ist eine absolute Selbstermächtigung. Es ist eine absolute Selbstermächtigung sich gegenüber. Und das Ding ist, es geht nicht darum, dass du dich bewertest und sagst, oh mein Gott, jetzt habe ich mir meine Geldsituation oder Kreationssituation so kreiert, es ist was falsch dran. Nee, ist nicht, du bist nicht falsch. Ja? Du hast nicht verkackt oder so. Nein, es ist einfach eine Dankbarkeit, dass du es bis jetzt so kreiert hast, wie du es kreiert hast. Und dann eine Frage, wow, was ist der Wert daran, dass ich mich so zurückhalte? Was ist der Wert daran, dass ich mich so klein mache? Für wen mache ich das überhaupt? Und was kann ich als nächstes wählen, das so weit darüber hinausgeht? Und für sich einfach auch anzuerkennen, was für eine Macht da dahinter steckt. Mhm. Weil wenn du die Möglichkeit hattest, all das zu kreieren, was jetzt in deinem Leben sich zeigt, welche Potenzial hast du dann, um dein Leben noch viel, viel großartiger zu machen, als du dir es je vorstellen kannst? Wow. Mega. So, ich würde sagen, lass das mal wirken. Ja. Und ich habe es bei mir wirken lassen und ich habe diese Fragen jetzt einfach in den letzten 24 Stunden einfach bei mir voll wirken lassen. Und ist es angenehm? Nein. Zahlt sich's aus? 100%. Ja. Es ist so eine wahnsinnige Ermächtigung, sich das echt reinzulassen und sich zu fragen, wow, was kann ich noch alles empfangen, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es empfangen kann. Das war jetzt eine coole Sache, also eine Grundsache. Und ja, wir freuen uns auf mehr. Wir haben jetzt am Samstag einen Kurs, wo es genau darum geht und mehr, nämlich Schamlos du, wie möchtest du dich ausdrücken? Wirklich ein Boost zu dem Empfangen, das für dich möglich ist, dem Sein, das du vielleicht noch nicht erlaubt hast. Der Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit, die nicht normal ist, aber die du wählen kannst, und der Leader zu sein für etwas, das es bis jetzt noch nicht gab.
wo der Rest einfach Nebeneffekt ist, Nebeneffekt von alles, was du fragst, einfach Nebeneffekt ist. So, wir freuen uns riesig drauf, der Kurs hat keine Voraussetzungen. Und das Gespräch, das wir bis jetzt hatten, vielleicht magst du es dir nochmal anhören und reinlassen und die Energie reinlassen. Es ist riesig, es hat echt unsere Welt jetzt gerade voll verändert. Ja. Und wenn du mehr davon möchtest und sagst, hey, ich, wow, ja, einfach ja, keine Ahnung genau was, wie, wo, ich spüre einfach, das gehört her, das ist Zeit dazu. Mehr dazu am Wochenende beim Schamlos-Du-Kurs. Live in München und online. Ja, München und online. Und wirklich etwas, wo du die Möglichkeiten, die dir geboten werden, in all dem riesengroßen Buffet, das dir die Welt anbietet, wie oft sagst du Nein anstatt Ja? Wo du genau weißt, ah, wenn ich Ja dazu sage, wenn ich es wähle, macht's auf. Nur erlaube ich mir das. So, wir freuen uns riesig und der Kurs ist auch mit praktischen Übungen dabei. Und all deinen Fragen, deine Wünsche, deine, wo du sagst, ah, das ist jetzt dran, lass uns das anschauen. Bring's mit, wir freuen uns riesig. Ja. Spür mal rein, was es für dich kreiert. Und wow, ja, jetzt ist die Zeit. Wie schamlos du kannst du sein, wenn du es aber weglässt. Wow, ja. Wie gesagt, vielleicht möchtest du das Gespräch nochmal anhören. Uns hat es voll unsere Welt verändert. Mhm. Wow, zuerst etwas unangenehm und dann wow, aber ich spüre einfach, das war jetzt ein generatives Aber, ich spüre einfach, dass die, was das für eine Zukunft aufmacht für uns, uns nicht mehr selber zu verarschen. Ja, also, wir freuen uns auf dich, spür mal rein, was es für dich kreiert und genieß dich. Wie anders kannst du dir erlauben zu sein? Von uns und der Küche. Schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.